Ich hatte nicht das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Der Inspektor untersuchte meistens die Fälle, an denen sonst niemand arbeiten wollte. Einschließlich aller Beschuldigungen gegen Sir William. Wir haben mehrmals darüber gesprochen. Mhm. Hat ihn etwas Bestimmtes interessiert? Ein- oder zweimal wollte er in die Lewis-Gruft, aber er bekam nie die Erlaubnis dazu. Dann hat er wohl ein schöneres Hobby entdeckt, als Geister auf Friedhöfen zu jagen. Ich habe ihn schon seit Wochen nicht gesehen. Die Polizei war also auch auf dem Begräbnis. Ich war gerade auf dem Weg nach Plymouth. Ich wäre dankbar für jede Information. Nicht direkt. Sie sollten nur nach Unruhestiftern Ausschau halten, die versuchen könnten, die Zeremonie zu stören. Sir William war wegen der umgehenden Gerüchte sehr unbeliebt. Und gab es Probleme? Kommt drauf an. Die Polizei führte mehrere Razzien in Pubs durch, die gegen die Unterschicht gingen. Und ihre Aufmerksamkeit vom Friedhof ablenkte. Das funktionierte bis zum Morgen, als ich die beschädigte Gruft fand. Eine furchtbare Tragödie. Warum sollte man einen geöffneten Sarg hier aufstellen? Vielleicht verstehe ich die örtlichen Gebräuche nur nicht. Nein, die hat seit Ewigkeiten niemand benutzt. Es ist hier nicht hell genug. Ich kann nichts lesen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich habe alles ausgegossen. Ich kann es nicht richtig fassen. Der Spalt ist zu schmal. Ich hatte eine Münze erwartet. Das wird keinen großen Wert haben. Kein Kratzer, perfekter Schliff und sehr spezifische Lichtbrechung. Atemberaubend. Das muss ein echter Diamant sein. Der Mörder muss über und über blutverschmiert gewesen sein. Aber ich sehe keine handfesten Beweise. Die Pumpe hat er mit Sicherheit nicht angefasst. Noch eine Leiche.
Wie viele gibt es noch? Gebrochenes Rückgrat. Jemand ist aus großer Höhe auf ihn gesprungen. Er muss qualvoll verendet sein. Kein Blut, keine Haare, keine Hautfetzen. Nichts. Jemand hat den Hund mit bloßen Händen getötet und ist dabei nicht mal außer Atem gekommen. Keine Blutspuren. Schade, ich hatte gehofft, der Mörder hätte sich verletzt, aber es sieht nicht danach aus. Ein interessanter Fund. Ich mache mir gleich Notizen. Der Stoff passt nicht zur Kleidung des Totengräbers. Der Hund hat auf jeden Fall mit jemand anderem gekämpft. Die beschädigte Gruft. Gehört sie einer bedeutenden Familie? Bedeutend? Nein, so würde ich das nicht sagen. Eher verflucht. Entschuldigung, wie meinen Sie das? Genau so, wie ich es sage. Die Familie Lewis wurde früher als eine der ältesten Familien der Stadt respektiert. Aber als Sir William geboren wurde, ihr letzter Erbe, scheint Gott sich von ihnen abgewandt zu haben. Und wenn nicht Gott, dann auf jeden Fall die anderen Stadtbewohner. Niemand ertrug den Anblick seines leblosen Gesichts. Selbst gestern auf der Beerdigung blieb der Sarg während der ganzen Zeremonie geschlossen. Die nächtlichen Ereignisse sind die Strafe für unsere Schwäche. So ist es eben. Warten Sie, damit ich das richtig verstehe. Die beschädigte Gruft gehört der Familie des Verstorbenen, dessen Beisetzung gestern erst stattfand. Genau, wir legten Sir William Lewis' Leiche spät abends in die Gruft. Und heute Morgen war sie beschädigt. Pater Malkehi, können Sie schweigen? Ich bin Priester. Ich war in der Gruft, trotz Ihrer Bitte, es nicht zu tun. Warum sagen Sie mir das? Sie müssen sich vor Gott verantworten, nicht vor mir. Der Sarg ist leer. Was? Das ist doch nicht möglich. Bitte bleiben Sie ruhig. Oh Himmel, aber das würde ja bedeuten. Sind Sie sicher? Sie haben den Sarg geöffnet? Er war offen, als ich hineinging. Aber was machen wir denn jetzt? Behalten Sie es vorerst für sich. Darauf können Sie sich verlassen. Ist Ihnen klar, was das für ein Skandal ist? Überlassen Sie das uns. Wir kümmern uns darum. Es wird langsam kompliziert. Ich muss so viel wie möglich über den Verstorbenen herausfinden. Ich habe einen Spaziergang über den Friedhof gemacht. Ziemlich großes Gelände. Wie schaffen Sie es, sich darum zu kümmern? Das war Mr. Talbots Aufgabe. Er bekam einen extra Lohn dafür.
Haben Sie ihm erlaubt, einen Hund dabei zu haben? Ach ja, den hatte ich völlig vergessen. Ich werde mich um den Hund kümmern müssen. Ich fürchte, das wird nicht nötig sein. Das Tier ist auch tot. Verstehe das alles nicht. Mr. Talbot war sehr gut im Hundeabrichten. Besser als irgendjemand sonst. Ich nehme an, der Hund wollte seinen Herrn beschützen und griff den Mörder bis zum letzten Atemzug an. Ich nehme auch an, dass der Mörder über die Mauer hinten am Friedhof floh, an der man leicht hochklettern kann. Deswegen wurde der Hund des Totengräbers an einer anderen Stelle getötet als sein Herrchen. Sagen Sie, Detective, wer könnte so etwas getan haben? Sage ich Ihnen, sobald wir ihn gefunden haben. Stimmt es, was man über Sir William sagt? Sie meinen, dass Sir William eine Bestie und ein Monster war? Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, was ich glauben soll. Wer von uns kann schon Gottes Absichten erkennen? Aber ich bin sicher, es war nicht Gottes Wille, dass er in diese Welt kam. Wie meinen Sie das? Bei der Geburt sah er nicht wie eins von Gottes Kindern aus. Sein Gesicht war wie leblos und diese Augen. Das Verstehen, es ist nicht leicht, darüber zu reden. Wie kam seine Familie damit zurecht? War sehr schwierig, vor allem für seine Mutter. Sie ertrug es nicht lange und nahm sich das Leben. Am Gallows Hill begraben. Was ist das? Es ist ein gottverlassener Ort, ein Friedhof für Selbstmörder. Was ist mit seinem Vater? Niemand weiß etwas über ihn. Er verschwand in der Nacht, als alle Diener das Anwesen verließen, William mit seiner Großmutter Lady Miriam allein zurückblieb. Alles nur wegen seines missgebildeten Gesichts? Nein, natürlich nicht. Als er älter wurde, begannen seltsame Geschichten über ihn zu kursieren. Einmal war seine tote Katze in seinen Armen, einmal fand man ihn neben einem toten Pferd sitzend. Und immer, wenn ein Dienstmädchen verschwand, können Sie sich wohl vorstellen, wessen Werk das war. Damals war sein Vater noch am Leben und hielt den Besitz zusammen, aber er verlor bald die Kontrolle. Die Diener revoltierten, zündeten das Haus an und gingen. Der Herr verschwand und von der Familie blieben nur Trümmer. Eine traurige und tragische Geschichte. Ich würde gern mehr wissen. Verzeihen Sie, aber mehr kann ich darüber nicht sagen. Der Sarg war während der ganzen Beisetzung geschlossen, richtig? Ja. Auf wessen Anordnung? Lady Miriam, die Großmutter des Verstorbenen, wollte es so. Das ist verdächtig. Finden Sie nicht? Ich wüsste nicht, wieso. Ich glaube, er könnte schon vor der Beisetzung leer gewesen sein. Vielleicht war das Lady Miriams letzter Versuch, ihren Enkel zu schützen. Jeder hasst ihn. Das zerstörte beinahe die Familie. Wenn er verschwinden würde, hätte man ihn bald vergessen. Lady Miriam könnte seinen Tod vorgetäuscht haben, in der Hoffnung, dass man ihn vergisst. Tut mir leid, aber das scheint mir doch reichlich weit hergeholt.